So, da gehen wir jetzt hier mal durch. Mal Staubsauger spielen. Staubsauger? Geht noch. Und mehr Staubsauger? Geht nicht mehr. Schade. Hier hinten noch was liegen gelassen? Ja. Ach, eigentlich. Egal. Juhu. Und zacki. Und nee, so nicht. So. Du kommst dann mal rein. Das heißt, ich kann nochmal weiter Staubsauger spielen. Diesen Berg werde ich jetzt nicht ganz abtragen. Weiß ich jetzt schon. Ich mache jetzt nochmal diese zwei Erdreihen, oder diese Erdreihe jetzt hier mit weg. Und werde dann diese Steinreihen erstmal rauskloppen. Ich habe schon gesagt, ich will ein kleines Schloss draufbauen. Dementsprechend werden wir auch wieder Redstone-Arbeiten machen, so wie da. Das ganze Tor kommt nochmal. Normalerweise hätte ich, müsste ich jetzt hier, Moment. Hier, vielleicht mache ich es auch noch, hier wirklich eine Schneise reinschlagen, wo dann so das Tor runtergeht. Das mache ich vielleicht auch noch. Hallo die Waldfee, ich glaube, das machen wir auch. Ich kloppe jetzt hier diesen Stall hier weg und dann fangen wir damit an. So. Die Ebene noch raus, diese zwei hier und dann, also diese hier und die da, dann sind wir eigentlich soweit durch. Hier kein Platz mehr im Inventar. Gibt's doch gar nicht. Egal. Ich hab's vorher schon mal. Ich möchte gerne sowas wie eine Zugbrücke haben. Und dann brauchen wir wohl so ein Ding. Werden wir brauchen. So oder so. Kommen wir nicht drum rum. Brauchen wir. So. Und irgendwas sagt mir, ich komme zwar rein, aber nicht raus. Das ist natürlich doof. Wenn ich reinkomme, aber nicht raus, muss ich im Schlafen gehen. Dann geht das Tor auf. Was tun wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, ist die Tür offen. So, gute Nacht. Ja. Naja. Wären wir jetzt auch mal in der Serverwelt gewesen, hätte ich gesagt, wieso ist die Tür offen? Wäre es auch begründet gewesen, die Frage. Aber da wir hier auf meiner Let's Play Welt sind und die nicht auf dem Server läuft, ist diese Frage unbegründet, unberechtigt, weil nur ich bin auf dieser Welt unterwegs. Ja, wie man sieht, haben wir viel geschafft in der Zeit. Auch die Stadt formt sich. Bring mal kurz die Erde weg. Weil dann können wir damit noch mehr Terraforming machen. Wir bekommen ja auch dann gleich einen Haufen Stein. Nur den Stein werde ich für was anderes brauchen. Aber hier Stuhlhäuser bauen habe ich auch keinen Bock. Also, ne? Deshalb bauen wir erstmal da oben weiter. Erde. Oh, Erde haben wir ja eine ganze Menge, sehe ich gerade. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist das? Das kommt mit. 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 Gut. Und das. Dann kommt das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Dann sind wir durch. Oh Mann. Wenn ich das Lied höre, das Lied ist geil. Cannon-Futter außen vom Amiga, glaube ich, war das. Ich glaube, ich habe es auf Amiga gespielt. So geil. Bin leider nie weit gekommen. Naja. Trotzdem, geiles Spiel, geile Musik. Eigentlich hat es sich schon gelohnt, das Spiel zu starten, nur um es zu beenden, um diese Musik zu hören. Deshalb also, ne? Schön die Musik wirken lassen. So, und weiter geht's. Staubsauger. Und hoppi.
Staubsauger. So, jetzt kann man wieder hier abbauen. Ups. Gut, perfekt. Jetzt kann man hier wieder vernünftig abbauen. Ah, ich habe gehofft, dass wir hier mehr Steine bekommen. Na gut, wir werden hier wahrscheinlich noch so 2, 3, 4 Ebenen abbauen. Weil ich glaube nicht, dass ich die Burg auf diese Ebene hier, also auf die Höhe bringe. Das wird wohl eher flacher werden. Ich hätte überlegt, ob ich das Ganze aus Kobbelstein mache. Cobblestone, aber nee. Ich will noch überlegen, wie ich an den neuen Stein komme. 9 ist übertrieben, also ne, an den Stein aus 1,8 komme. Wir haben zwar eine neue Gegend erkundet dafür, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mächtig weit weg, ne? Diese Zone. Wir kommen zwar über Neta ziemlich schnell hin. Naja, relativ schnell. Ich müsste da noch irgendwie eine Bahn hinbauen. In meiner, ich glaube, es habe ich schon erwähnt, in meiner Serverwelt hätte ich jetzt angefangen, da eine Straße hinzubauen. Ganz stur. 6 breit und dann losgelegt. Kies auf dem Weg gesammelt. Keine Ahnung, wie viel Äxte, Steine, also Äxte, Schaufeln mit draufgegangen wären. Hätte ich auf jeden Fall gemacht. Keine Frage. So. Ja, wir werden jetzt hier relativ gut vorankommen. Ein paar Steine werden wir hier zusammenbekommen. Auch Kies, wie ich das gerade sehe, das ist schön. Und Kies werden wir an anderer Stelle wieder brauchen. Deshalb, wir werden jetzt hier eine Vorbereitung treffen. Wir werden auch vielleicht schon mal anfangen. Ich werde da vorne gleich, wenn ich jetzt diese zwei Ebenen und den Kies, wie ich das gerade sehe, rausgeholt habe, dann werden wir da vorne anfangen, schon mal die erste Schlucht zu buddeln. Wird nicht tief sein. Ich schätze mal so 4-5 Block tief. Das sollte reichen eigentlich. 10 Block wäre zu viel. Und dann den Berg ein bisschen dementsprechend anpassen. So. Ja, so alleine gibt es auch schon wieder gut Stein, also ist ja nicht. Da wir Stein ja immer mal brauchen werden, ist das vielleicht so gar nicht mal schlecht, was ich hier gerade mache. Ich hoffe, dass ich mal wieder so eine Stunde oder ein bisschen mehr aufnehme. Also ich habe vor, jetzt noch so 1,5 Stunden ungefähr aufzunehmen. Und sollten ungefähr wieder 5-6 Folgen zusammen sein. Ich hoffe, dass ich in diesen 6 Folgen dann wieder aufnehmen kann. Das Problem ist, es gab eine Zeit, da konnte ich das vorhersagen, wann ich aufnehmen kann. Ich glaube, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren mache ich, glaube ich, Let's Play. Im ersten Jahr war ich noch hyperaktiv, wenn man es so sieht. Nach Feuer und Flamme, aber da muss ich auch sagen, da hat es meine Zeit hergegeben. Auch meine Lust. Kommt auch noch dazu. Jetzt, seit 1,5 Jahren, ja, seit 1,5 Jahren ist das extrem rückläufig. Ich wünschte, es wäre noch ein bisschen mehr, aber da habe ich meine Zeit dementsprechend nicht für. Wobei dieses Jahr, gut, der Sommer war dazwischen. 2 Schichten Kies, das ist schön. Sommer war halt dazwischen und ja, ich habe festgestellt, Sommer ist bei mir relativ ausgebucht. Dieses Jahr nicht so. Wobei dieses Jahr doch, war mit ausgebucht. Klar, ich hätte auf Teufel komm raus, hätte ich es unbedingt drauf angelegt, ein Let's Play aufzunehmen, hätte ich es hinbekommen. Bis auf diese Zeit, wo ich ausgenockt war mit meiner Schulter. Das war wirklich übel, da ging es wirklich gar nicht. Man ist krankgeschrieben 2 Wochen, man kann nicht vom PC sitzen. Ey, das ist so übel für einen Gamer. Das war richtig übel. Ich hätte so viel gerne aufgenommen. Ich hätte DSA wieder gerne aufgenommen. Ich hätte das aufgenommen, aber du kannst nicht vor dem PC sitzen. Das ist übel. Und da habe ich dann gesagt, ja, toll. Das waren so gesehen ein paar Wochen Zwangspause mit meiner Schulter. Gut, dann hatte ich Urlaub. Gut, da hatte ich dann andere Verpflichtungen. Die haben sich dann gut ergeben. Das hat sich gut ergänzt bei mir. Das war schön. Und ja. Jetzt kommt der Herbst langsam. Und ich glaube, meine Let's Play-Aufnahmen werden langsam wieder mehr. Ich habe, glaube ich, auch wieder mehr Zeit dafür.
Beziehungsweise ich werde mir wahrscheinlich wieder mehr Zeit dafür nehmen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was ich sonst so erzählen soll. Das ist natürlich doof für einen Let's Player, sowas überhaupt zuzugeben. Aber ja, ihr könnt euch jetzt einiges erzählen. Minecraft im Story Mode. Ich habe mich leider nicht großartig darüber hinausgemacht. Soll ja der 1.9er Version, soll ja der Story Mode kommen. Es wurde auch schon groß angekündigt für sämtliche Plattformen. Ich habe mich ganz ehrlich gesagt nicht damit befasst. Muss deshalb auch gestehen, meine Serverwelt ist abgeschaltet zurzeit. Weil Minecraft spiele ich jetzt eigentlich nur noch fürs Let's Play, nicht mehr so privat. Auch so nicht mehr. Kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Aber mich interessiert zurzeit gerade so nicht. Ja. Ansonsten, game-technisch tut sich bei mir relativ wenig. Das ist gerade alles so auf, was soll man sagen, alles auf Minimum eingestampft. Schon gesagt, heute mal wieder einen schönen langen Tag. Nur Gaming, 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 das war mal schön. Tat mal wieder gut, mal wieder nur was für sich zu machen. Aus dem Grund auch heute die lange Aufnahme. Gut, lange Aufnahme ist übertrieben. Ich habe schon gedacht, ich will heute noch Minecraft Star Trek aufnehmen. Dass es da unbedingt vorangeht, ich will auch wissen, wie es ausgeht. Also werde ich da mich heute ransetzen. Ich hoffe, dass meine Festplatten mitmachen, dass sie Platz genug haben, dass da auch genug Material vorkommt. Wann ich zum Schneiden und Rendern komme, ist wieder eine zweite Sache. Das kann ich so noch gar nicht vorhersagen. Das kann morgen sein, das kann auch erst Montag sein. Kann aber auch erst Dienstag sein, das weiß ich so noch gar nicht. So, das war jetzt das. Das haben wir jetzt ausgehoben. Dann machen wir hier mal... Wo ist die Brücke zu Ende? Da. Das heißt, wir heben hier den Pfad aus. Der Rest wird nach Brücke. So. Ja, der Rest wird hier definitiv Brücke. Gut. Gut. Das war so, so, so. Gut. Wir heben das jetzt hier mal so aus. Hier ist es 2. Hier ist es 3. Wieso ist es hier 3 und drüben 2? Kann nicht sein. Weil ich hier was vergessen habe zu machen. Stellt man jetzt natürlich erst fest, ist natürlich klar. Gut. Ja. Nee. So. So, das kommt hier weg. Ich hatte gesagt, 4 tief, ne? Eins geht noch. Das wird jetzt die Tiefe sein, das muss reichen. So, das sieht mal schön aus. So. Und dann sehen wir weiter. Ja, dann bekommen wir auf jeden Fall genug Stein. Oder haben erstmal wieder ein bisschen mehr Stein. Genug ist immer relativ. So, das kommt hier weg. So. So, das wird hier gleich ersetzt. Das ist gut. Das wird nämlich hier so ersetzt. Hier kommt der Stein raus. Und wird durch
Erde ersetzt. Genau. Das gleiche machen wir jetzt auf dieser Seite. Da werden wir wohl ein bisschen weniger Stein haben. Hier genau, da werden wir ein bisschen mehr Erde haben. Und auch hier zack, 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 zack. Ja, würde ich mal sagen, sieht das ganz gut aus. So geht das dann weiter. So. Nee, warte mal, das kommt weg. Das machen wir so. Das gefällt mir gleich um einiges besser, wenn wir das so machen. Wieso will ich das so machen? Weil ich möchte hier den rauskloppen. Den Bereich. Jetzt wird mir das Ganze doch zu dick. Es ist eine optische Sache einfach nur. So. Zack, 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 zack. Gut, habe ich die mitgenommen? Nein, habe ich die nicht mitgenommen. Na klar. Die Blumen übrigens kann man weg. Und hier können mal, ich kann Erde rein. So. Dann kloppen wir wahrscheinlich erstmal doch weiter. So. Gut. Ja, ich würde sagen, fünf dürften reichen. Sechs. Schauen wir mal. Machen wir mal so. Sechs. Und nehmen wir hier kurzerhand das ganze System mal außen aus den Fugen. Haben wir noch eine Spitzhacke? Ja, effizient. Dann kloppen wir uns jetzt mal hier durch. Kommen wir wenigstens hier mal ein bisschen voran. Ja. Und weg. Gut. Niesen kündigt sich gerade an, das ist aber ganz eigenartig, wie sie es ankündigt. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, ich weiß, wieso es angekündigt hat. Gut, so. Genau. Was man im Hintergrund gerade gehört hat, war unter anderem auch mein Stuhl. Bin ein bisschen hinterhergerutscht. So. Immer noch mit, wenn wir es kriegen. Irgendwie das Gefühl, nein. Wieso? Na. War klar. Gut, machen wir es mal hier weg. So. Ja. Irgendwie müssen wir doch wieder hochkommen. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie müssen wir es. Oder auch nicht. So, wieso sollte ich jetzt hier das machen? So, eigentlich soll denn hier so rein. Das sind 6. Ja, genau hier kommt das so rein. Hier, das füllen wir mal mit Erde ein bisschen auf. Weil das gleiche wird dann hier auch gemacht, so in der Art. Das füllen wir dann noch so. Und wieder die Mist hier dabei, das gibt's doch gar nicht. Und zack, 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 zack.
Und eine Schaufel haben wir noch.